Und hier haben wir Ihnen den neuen Nordoc On. Und Mathis, dich würde ich gerne einmal bitten, etwas zu den Hauptmerkmalen des Produktes zu sagen und zu dem Nutzen, den unsere Kunden dadurch haben werden. Sehr gerne. Der Fokus dieser Neuentwicklung liegt auf dem kleinen Leistungsbereich. Wie erwähnt, werden wir drei Baugrößen bis zu einer Leistung von 2,2 kW realisieren und somit ein optimiertes Verhältnis von Bauraum des Umrichters zur Ausgangsleistung des Umrichters. Des Weiteren haben wir eine flexible Ethernet-Schnittstelle integriert. Egal ob Profinet, EtherCAT oder Ethernet-IP, der gewünschte Dialekt kann einfach per Parameter eingestellt werden, mit einem und demselben Gerät. Ja, klasse. Ich habe jetzt auch schon häufig gehört, im Zusammenhang mit dem Nordoc On, kompakt trifft leistungsstark. Was genau bringen wir denn damit zum Ausdruck? Das ist richtig. Also wir haben es geschafft, eine sehr hohe Funktionalität auf kleinstem Bauraum unterzubringen. Und dabei hatten wir immer stets den Fokus auf die Einheit von Motor und Frequenzumrichter gelegt. Mhm. Bedeutet also auch, dass ich den Nordoc On mit bestehenden Lösungen kombinieren kann? Natürlich. Der Nordoc On ist auf den E3-Motor optimiert. Der Nordoc On Plus dagegen ist die perfekte Lösung für E5 Plus Motoren. Beide Systeme können dann noch mit einem Nordgetriebe ergänzt werden. Ja, super. Dann lass uns doch jetzt gerne einmal über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten sprechen und dafür rübergehen zu unserem Funktionsmodell. So, und hier sehen wir die beiden Varianten des Nordoc On im Einsatz an unserem Rollenförderer. Zum einen Nordoc On Plus auf unserem IE5 Plus Motor und Nordoc On auf unserem IE3 Motor. Mathis, welche Vorteile bietet denn der Einsatz und für welche Branchen? Bei der Definition der Anforderungen haben wir uns an den typischen Anwendungen der horizontalen Fördertechnik orientiert. Wir werden sowohl Lösungen für die Wandmontage als auch für die Motormontage anbieten können, aber gerade die motoraufgebaute Variante hat den Vorteil, dass sie klein und kompakt wird, um so eine Integration in das Förderband zu ermöglichen, und es spart zudem auch noch das Motorkabel. Ja, Einsparung ist immer ein gutes Stichwort. Wie sieht es seitens der Inbetriebnahme aus? Welche Vorteile bietet der Nordoc On hier? Wir haben eine wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung erschaffen. Das heißt, alle Anschlüsse sind steckbar ausgeführt und gewährleisten somit eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme vor Ort. Super, ja. Service und Wartung ist ja auch ein wichtiges Thema in großen Anlagen. Welche Vorteile bietet der Nordoc On diesbezüglich? Richtig, ich habe ja bereits die integrierte Ethernet-Schnittstelle einmal erwähnt und über genau diese Schnittstelle können dann Firmware-Updates der Umrichter ausgeführt werden. Das heißt, man muss nicht mehr von Antrieb zu Antrieb gehen und die Firmware einzeln updaten, sondern kann automatisiert über die Ethernet-Kommunikation die gesamte Anlage updaten. Das spart natürlich Zeit und reduziert damit die Kosten. Super. Gibt es sonst noch Produkteigenschaften, die besonders relevant sind für die Fördertechnik? Wir haben einige digitale Eingänge implementiert, um halt lokal Sensoren einbinden zu können. Die Informationen dieser Sensorik können wir dann in der integrierten PLC entweder als autarke Ablaufsteuerung nutzen oder halt vorverarbeiten und diese dann an die überlagerte Steuerung übergeben. Mhm. Ja, funktionale Sicherheit, auch ein wichtiges Thema, hattest du vorhin auch ganz kurz schon angesprochen. Magst du noch mal ausführen, was genau bietet der Nordoc On denn hier? Genau. Aktuell realisieren wir zwei sichere digitale Eingänge und darüber hinaus auch noch die Funktion des sicheren Halts. Im zweiten Schritt werden wir dann auch die sichere Kommunikation und andere oder weitere Funktionen entwickeln. Super. Ja, Stichwort Anwendungsfelder. Was gibt es hier noch zu berichten? Welche Anwendungsfelder wird es noch geben? Durch den großen Temperaturbereich des Umrichters von minus 30 bis plus 40 Grad sind auch Tiefkühlanwendungen denkbar. Auch die Lebensmittelindustrie ist ein Zielgebiet. Das Gehäuse ist komplett aus Aluminium und kann daher mit der Nordlösung NSD-TAF veredelt werden. Ja, so ist der neue dezentrale Frequenzumrichter Nordoc On also gut gewappnet für die verschiedenen Einsatzbereiche. Apropos Einsatzbereiche, wie sieht es dann mit globalen Einsatzmöglichkeiten aus? Auch daran haben wir natürlich bei der Entwicklung des Umrichters gedacht und werden bis zum Serienstatus alle gängigen Zertifizierungen bereitstellen können, um einen weltweiten Einsatz gewährleisten zu können. Ja, großartig. Jetzt haben wir schon über die vielen Vorteile und die Merkmale des Nordoc On gesprochen. Vielen Dank dafür, Mathis. Und vielen Dank auch an unsere Zuschauer. Wir hoffen natürlich, dass wir Ihr Interesse an unserem neuen dezentralen Frequenzumrichter Nordoc On wecken konnten. Und bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da. Treten Sie einfach in direkten Kontakt mit uns. Außerdem empfehlen wir Ihnen auch unser weiteres Expertengespräch zu unserem neuen Duo Drive. Schauen Sie auch dort gerne rein. Wir freuen uns auf Sie.